Recht herzlich willkommen zur 116. Folge vom Korbel Space Programm. Ja, hier sind wir jetzt, wackeln so ein bisschen da rum und jetzt müssen wir mal gucken. Wir müssen hier aus dem Krater auf jeden Fall raus zu den anderen Kapseln. Der Mordrak hatte mir gesagt, dass ich das da abholen kann. Irgendwo muss das da drinnen sein und der Dralo hatte mir gesagt, dass das Wackeln, was die hier macht, durch das SAS kommt, weil es hier so schräg ist. Nur wenn das wahrscheinlich nicht ist, dann kippt sie auch um. Also unser Ziel ist definitiv jetzt da hinten hinzufliegen. Und dann müssen wir mal schauen, dass wir das hinkriegen, ne? Also, dann würde ich sagen, wackeln wir bis zu dem und dann heben wir mal ab. Und dann schauen wir mal, das war... Jetzt sieht das gerade nicht so aus, dass es die richtige Richtung ist. So, jetzt ist die richtige Richtung, aber wir drehen jetzt falsch rum. Bisschen höher das Ganze. Ja, vielleicht praktikabel, ne? Jetzt machen wir so einen großen Hüpper da hin. Ich glaube, jetzt lassen wir mal gerade das. Na, ich muss jetzt hier spiegelverkehrt lenken. So, und dann diese Richtung einnehmen, ne? Und damit der Schub dagegen leisten, dass wir dann hier gleich irgendwo runterkommen und das holen können, ne? So, 1,3 Kilometer Entfernung, aber ich glaube, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier abbremsen und dann hier zu landen, ne? Und wir hoffen, dass wir das so sauber hinkriegen. Ich weiß nicht, wie weit sind wir? Oh, das sieht schon mal gut aus. Da haben wir nicht weit zu laufen, ne? Sieht natürlich nach wenig Fuel aus. Sind auch nicht viele Meter, die wir jetzt haben. Oh, es sieht jetzt gerade nicht so toll aus, hier zu landen, aber... Oh, das war ein Tacken zu viel. Bleibt sie stehen. Schwierig zu beurteilen. Ich glaube, ich muss mal nach hier gucken. Oh, die bleibt nicht stehen. Die bleibt gar nicht mehr stehen. Okay, kaputt. Egal, spielt gar keine Rolle. Wir sind dahin, wo wir hin wollten, würde ich sagen. Den Rest, weil ist das hier? Kilometer, kommen wir so hin. Ich glaube, wir kommen ja auch raus, oder? Wo ist der Crew Hutch? Da unten geht's raus. Ist die Frage, ob er noch dort drehen geht. Ich glaube, wir kommen da aber raus, oder? Eva Bob. Geht nicht. Ah, jetzt geht's. Ich habe eben die falschen Tasten gedrückt. Jetzt müsste er rauskommen, ne? Ja, jetzt kann er. Gut. Ja, let's go. Bomben, dann fällt er auf die Nase. Freut er sich auch nicht gerade drüber, ne? Warte mal, wie müssen wir? So rum müssen wir. Gut, jetzt müsste man nur hier angeblich rechts klicken und dann ist er denn jetzt empty. So, jetzt müsste man die Daten nur mitnehmen können, ne? Lass mal gerade drehen. Lass mal hier hingucken. Lock Pressure. Keep Experiment. Data. So, wie kriegt er das in die Hosentasche? Das ist jetzt die Frage, ne? Take Data, okay. Ich hoffe, der hat das jetzt mitgenommen. Collect Data.
Removing. Removing the experiment data will remember them. Okay. Remove data, oder? Was passiert? Der funktioniert jetzt, ne? Und dann transmit. Keep experiment. Ich hoffe, ich mache das jetzt richtig. Ich weiß nicht. Take data. Okay, das hat er genommen. All items stored steht da. Also das passt schon mal. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt weiter und gucken. Ich glaube, war das in diese Richtung? Da liegt sie. Gehen wir jetzt zu der dahin und holen da die Daten ab. Da sparen wir jetzt und dann laufen wir jetzt mal gerade schnell zu Fuß, oder? Na komm, das. Bom. Ja, komm, machen wir zu Fuß. Vorher da dreimal auf die Nase fliegt, habe ich auch nichts gewonnen und geschafft, ne? Jetzt müssen wir nur gucken. Ich glaube, das ist nicht in dieser Rakete drin, das ist in der anderen Rakete drin, ne? So, komm, einmal hoch. Vor. So, kleiner Mann, jetzt haben sie mal dich ab und dann kannst du wieder laufen. So, ich glaube, dies war die zweite, die wir genommen haben, die richtig kaputt, die da in mehreren Teilen nach, die war die erste und da sind die meisten Daten meines Erachtens drin. Werden wir gleich sehen, ne? Ihr könntest doch jetzt hier dran schrauben, oder? Oder den Sprit hier rausnehmen und da drüber tragen und dann ist er voll und dann geht's. Ja, aber rübertragen ist natürlich nicht, ne, aber zusammenschrauben, das wäre ja vielleicht noch was, ne? So, jetzt müssen wir gucken. So, hier. Kann er jetzt nichts machen, oder was? Target haben wir, aber ich kann jetzt hier nicht rechtsklicken. Muss ich jetzt erst hier... Empty. Ich kann auch hier jetzt rechtsklicken und es passiert allerdings nichts, weil wahrscheinlich das andere die Basis ist, ne? Das bedeutet, wie war das noch? Ach so, das ist hier der Kleine, genau, da muss ich glaube... Kann ich nicht von hier steuern? Karte, reinzoomen. Warp Kernel. Switch 2 steht da, klar. Ich dachte, das Switch 2 ginge auch im Dingensmodus. Hier komme ich leider nicht weiter ran, deswegen irritiert mich das jetzt. Hier müsste auch Switch 2 gehen, oder? Crew Hatch. Na okay, dann machen wir das ganz einfach so, Kerbin. Ich glaube, wenn er dann da reinkrabbelt, dann ist das auch so. F climb. Schafft er hoch, ja. F grab. Schafft er auch. Und dann let's go a space. Und oder ich glaube, er muss runter um Baby Board. Und dann sind wir eigentlich hier dran, ne? Jetzt haben wir die ganzen Sachen, die wir eben da drüben hatten, natürlich hier reingespeichert, ne? Glaube, oder? Kann das sein? Ja. Was ist View? Ah, jetzt sind wir da drin. Das war der größte Fehler, den ich je gemacht habe, weil ich weiß wieder nicht mehr, wie ich da rauskomme. Doch. Nee, C. C war's. Ja. Command. Command
Control from here ist klar. Das ist ein Light on Crew Report. Store Review Stored Data. Drei Stück sind hier jetzt drin. From the environment. Keep experiment. The pressure. So, jetzt weiß ich aber nicht, ob er das hat. Lass mal Eva machen. So, take data. All items collected, Bob Kerman. Und was, wenn ich da nochmal draufstücke? All items stored, take data. Ich glaube, er hat die jetzt mit. So, space, let's go. Und jetzt muss ich da nur runter, ne? Und bevor ich das jetzt falsch mache, wo ist denn der andere? Da. Warte mal, hier nochmal aufmachen. Das hatte mir der Mordrak auch geschrieben. Soll ich gucken, dass ich immer sehe, dass ich hier genug habe, ne? Ich laufe jetzt nochmal nach da. Weil das, was er mir jetzt hier anzeigte, das habe ich da eben gar nicht gesehen. Oder war da nichts drin? Das kann natürlich auch noch sein, ne? Oder? Komm, wir laufen, fliegen dahin und gucken zu, dass wir dort die Klamotten kriegen, ne? Achso, wir müssen erst den Raketenpack anmachen, den Jetpack. Gut, da kommen wir auf jeden Fall hin. Ist jetzt nicht das beste Ziel, aber okay. Ich glaube, die Rakete liegt nämlich rechts, aber alles gut. Ups, sorry. Naja, harter Aufschlag, ne? Er lebt aber noch, glaube ich. Gut, ich hätte, glaube, hier drehen müssen und dann wäre das gegangen. So, wo ist die Rakete? Da rechts, okay. Dann müssen wir da noch hin. So, bremsen. Gut, da kommen wir runter. Und dann können wir da eingehen. Bisschen näher wieder ranzoomen, damit wir mehr sehen, ne? So, und laufen. Das ist der Hintern. Dann gehen wir auf die Vorderseite und gucken uns das mal an, ne? Da ist noch genug dran, ne? Da ist alles gut, also. Gut. So, und dann läuft er auch passend, ne? Das kann man beim Fliegen wahrscheinlich auch mit der rechten Maustaste dann ziehen, ne? Crew Report. Ist der da drin, oder? Climb. Kann er noch weiter? Ne, kann er wohl nicht. Kommt er da hoch? Wohl nicht. Ah, das SAS ist aus, deswegen kann ich auch nicht fliegen, alles klar. Einmal drehen. Zurücklaufen. Vorlaufen. Einmal hoch. Jetzt krabbelt er hoch.
Kriege ich aber nicht. SAS wieder ausgegangen. Okay. So, machen wir ruhig Grab. Dann können wir auch hochlaufen. Und dann geht Ward. So, jetzt sitzt der in der Kapsel. Ich weiß nicht, was der gerade alles gespeichert hat oder nicht gespeichert hat. Das ist die Frage, ne? Ja, Toggle Display, Log Temperature, Review Data. Können wir nochmal reviewen. 32 Science. Ja, das ist alles drin. Ups. Escape war falsch. Keep. Hier nochmal. Observe Mystery Go. Okay. Geht der auch nochmal? Der dürfte jetzt nichts anzeigen, oder? Doch, macht er auch. Ist das gleiche wie eben bei dem anderen wahrscheinlich. Okay, Keep Data. So, lassen wir so. Und, ja. Crew Report. Keepen. Transfer Crew. Control from here. Rename Vessel. Toggle Talk. Lights on. Crew Report. Review Report. Review Stored. Jetzt sind 6 Stück hier drin. Ich denke, die sind schon, ne? Alle dann dabei. Und die muss er dann mitnehmen. Den haben wir gemacht, ne? Ja, sieht so aus. Gut, okay. Aber dann würde ich sagen, in der nächsten Folge starten wir Rakete wieder hier hin. Dann kommen wir hierher und holen den Kleinen ab und sehen zu, dass wir dann mit dem aber auch nach Hause kommen, dann mit der Rakete dann. Das ist das größte Problem dann. Okay, dann würde ich erstmal sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.